Ich grüße Sie, liebe Zuschauer, zum jetzigen JFD Live Trading TV 14:45. Hier nach den News aus den USA, immer 14:30 ja ein heißer Termin, den man auf der Agenda haben sollte. Heute gab es ja da diverse Inflationsdaten und die Reaktion vom Goldpreis sehen wir hier. Wir werden uns nochmal kurz die Daten auf die Agenda holen. Hier im Echtzeit-Chat. Diverse Statements jetzt schon vorgezogen von Kameradin Janet Yellen. Hier gab es dann die entsprechenden Konjunkturdaten, Erzeugerpreise leicht gestiegen, erwartet wurde 0,1, Industrieumsätze weniger stark, erwartet wurde 0,4, also hier wilde Spekulation, aber hier insbesondere die Statements von Janet Yellen sind hier auch ein Stück weit der Trieb oder die Triebfeder für die aktuellen Bewegungen. Und wir schauen hier mal den Goldpreis an, aktuell hier rechts 15-Minuten-Chart, unten Stunden-Chart und hier im 5-Minuten-Chart-Intervall. Da haben wir gesehen, da hat sich heute Morgen recht wenig getan. Wir waren immer in einer Range von ja, 3,20 $, 3,50 $. Da tat sich so recht gar nichts. Das schauen wir uns jetzt mal hier auf dem größeren Bild im Sinne von dem Goldpreis an, hier im M15. Und just zu den News knallte der Goldpreis eben durch, im Sinne dieser negativen Rainbow-Struktur, formidable nach unten. Also insofern wurde hier regelkonfirm der Preisrückgang vollzogen. Wir haben allerdings bislang erst 5,67 $ zurückgelegt und im Schnitt bewegen wir uns hier zwischen ja, 9 und 10 $. Das heißt, hier sind noch 5 $ circa Potenzial, die, wenn es sich hier nochmal nach unten weiter aufbaut, in Richtung Vorwochentief, in Richtung des Lows nach der Average True Range führen könnten. 1145, 1146 $ wären hier unter Umständen möglich. Ein nochmaliger Rücklauf an das Vortagestief. Schrägstrich bis zum Breakout Point hier im Bereich. Moment, jetzt müssen wir die Zone mal ein Stück weit fokussieren. Im Bereich von ja, rund 1153, 70, 1153, 60 wäre hier eine schöne Möglichkeit, um nochmal auf den Nachmittagsabwärtsswing zu spekulieren, der hier durchaus erfolgen könnte. Denn auch heute Morgen hatten wir schon reingestellt, die Fuzzy-Vektorlogik, die Sie hier gerade sehen, deutete schon, ja, eigentlich schon in den Vormittagsstunden auf eine stärkere Korrekturbewegung hin. Diese ja, erfolgte nicht. Wir sehen hier eben diese Seitwärtsspanne. Jetzt kam der erste Rutsch und möglicherweise zum US-Opening folgt der zweite. Das wird gespannt zu beobachten sein, aber Goldpreis hier jetzt mit dem Ausbruch nach unten in jedem Falle mit Short-Tendenzen auf breiter Front. Und das gleiche haben wir hier auch im Stundenchart. Ganz saubere Abwärtsmomentumsstrukturen hier seit Ende Juni. Und insofern spricht viel dafür, dass wir hier weitere Tiefs im Laufe des Tages Schrägstrich unter Umständen schon in den nächsten Minuten hier sogar wieder markieren. Der Goldpreis also hier jetzt just unmittelbar vor einem neuen Tagestief, weiter im Abwinken. Jetzt wurde es schon markiert und es sieht so aus, als würde der Goldpreis auch weiter fallen und hier entsprechend nach unten noch seine Range ausfüllen. Danach sieht es zumindest aus, bleibt auf jeden Fall spannend. Wenn Sie mögen, gleich startet das JFD-Devisenradar, das Webinar zur Sendung. Eine gute Stunde werden wir uns da über diverse FX-Pairs austauschen und unter Umständen auch nochmal den Goldpreis näher betrachten. Wenn Sie mögen, kostenlose Anmeldung jederzeit über die Live-Events-Seite auf JFD Brokers oder auch Gottmore Trader möglich. Ich sage jetzt erstmal danke fürs Dabeisein. Wir hören uns später ansonsten nochmal zum JFD Live Trading TV und den US-Märkten wieder. Jetzt aber erstmal danke für den Augenblick. Beste Grüße, Ihr Christian Kämmerer und tschüss.